Ich grüße dich, liebe Seele. Hast du deinen Weckruf schon vernommen? Manchmal kommt er still und leise, aber manchmal auch durch eine neue Lebenssituation. Dann fühlst du tief in dir, es möchte sich etwas verändern. Und dann beginnt eine Suche. Und diese Suche, sie kann dich nach außen führen, aber auch nach innen. Kennst du diese Sehnsucht nach Antworten? Warum bin ich hier? Warum leide ich? Und wo soll die Reise hingehen? Wie finde ich meinen Frieden? Wie erkenne ich, was meine Lebensaufgabe ist? Fragen über Fragen. Und meist gehen sie einher mit tiefgreifenden Lebensveränderungen. Manchmal ist der Tod eines geliebten Menschen der Auslöser. Es kann aber auch der Verlust des Arbeitsplatzes sein. Oder es kommt einfach auch so zur Trennung von einem geliebten Menschen. Oder man fühlt sich dort, wo man bisher gelebt hat, nicht mehr wohl. Der Weckruf kann so vieles auslösen. Und vielleicht hast du ja auch die Suche im Außen schon begonnen. Merkst aber, du weißt nicht mehr, wem du vertrauen kannst. Jeder erzählt dir etwas anderes. Und wenn da draußen diese Welt dir nicht mehr diese Sicherheit geben kann, nach der du dich so sehnst, dann fällst du auf dich selbst zurück. So lasse uns einmal über Urvertrauen sprechen. Urvertrauen in dich selbst, in das Leben und in die Menschen um dich herum. Und wenn hier das Urvertrauen nicht schon in der Kindheit angelegt werden konnte, oder besser gesagt sollte, wenn dieses Urvertrauen fehlt, dann hast du keine Stabilität. Dann suchst du die Sicherheit im Außen. Und dann beginnt ein Kreislauf. Du suchst, ja, und vielleicht findest du auch. Und dann merkst du, auch darauf war wieder mal kein Verlass. Wenn das Urvertrauen in der Kindheit nicht vermittelt werden konnte, dann vertraut man auch nicht mehr dieser Welt. Dann vertraut man auch sich selbst nicht. Und was dazu kommt, man vertraut auch all dem Geistigen um uns herum nicht.
Dies zeigt sich, indem du vielleicht selber schon gemerkt hast, dass du Fähigkeiten hast. Fähigkeiten, mit Liebe zu heilen. Oder vielleicht auch die geistige Welt wahrzunehmen. Wenn dir hier aber das nötige Urvertrauen fehlt, dann wirst du immer an dir zweifeln. Zweifel wiederum schmälern aber deine Fähigkeiten. Dann können die Resultate nicht so gut ausfallen. Und so, wie du vielleicht außen schon gemerkt hast, tja, wem soll ich denn noch vertrauen? So geht es aber weiter, wenn es dich auf dich selber zurückwirft. Denn dann entsteht die Frage, welcher Gedanke, welches Gefühl? Was ist jetzt in mir selber richtig? Und so wirst du dich manches Mal fragen, was kommt denn jetzt wirklich aus meiner Seele, aus meinem göttlichen Quell? Und was kommt vielleicht aus meinem Ego? Das alles kann dich sehr, sehr lange beschäftigen. Und möglicherweise hast du schon eine lange Reise der Suche hinter dir. Vielleicht bist du auch schon müde geworden und haderst mit dir selbst. Und wenn du dir selber die Frage stellst oder schon gestellt hast, warum funktioniert mein Leben nicht? Wieso kann ich nicht einfach glücklich sein? Warum habe ich nicht einfach Glück? Einen lieben Partner, eine liebe Partnerin. Genug Geld, Gesundheit. Wenn diese Fragen noch auftreten, dann sind sie berechtigt. Dann klammert man sich unbewusst noch an Dinge, die keinen Bestand haben. Dann bist du noch in einer Erwartungshaltung. Dann hast du den Wunsch, dass andere Menschen für dich da sind und für dich sorgen. Und hier gilt es, genau hinzuschauen. Es gilt, achtsam zu werden und zu verstehen, dass die Seele aus allen Abhängigkeiten heraus möchte. Sie möchte ganz frei im Licht schwingen. Und dieses freie Schwingen beginnt mit einer inneren Haltung. So überlege, wenn du in irgendwas Vertrauen hast, wenn du eine Zuversicht in dir spürst, eine Hoffnung, eine Perspektive, wie geht es dir dann? Ja, liebe Seele, lass uns einmal über Glauben sprechen. Oder wollen wir lieber sagen Placebo? Wollen wir über die Kraft der Suggestion sprechen? Auch der Selbstsuggestion?
Und hier probiere einfach mal etwas aus. Wiederhole einmal für dich selbst: Es geht mir von Tag zu Tag besser und besser. Das Leben meint es gut mit mir. Und ich erlebe jeden Tag all das, was für mein Leben bestimmt ist. Und ich nehme es einfach nur an. Ohne es in Frage zu stellen. Dann kannst du spüren, wie deine Gedanken, und erst recht, wenn du sie laut aussprichst, in dir selbst eine Resonanz erzeugt. Dein Körper reagiert. Überleg mal, wenn du irgendeine wunderschöne positive Nachricht erfährst oder wenn du mit einem Menschen zusammenkommst, der sehr positiv gestimmt ist, welche Wirkung hat es auf dein Gemüt? Wenn du hingegen eine negative Nachricht hörst oder mit einem Menschen zusammenkommst, der eine sehr negative Ausstrahlung hat, naja, wie fühlst du dich denn dann? Wenn du diese Möglichkeiten einmal miteinander vergleichst, so stellst du fest, dass diese Nachrichten, die von außen kommen, erstmal mit dir selber gar nichts zu tun haben. Aber sie lösen etwas in dir aus. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Du erfährst von jemandem, dass er dich sehr mag, große Stücke auf dich hält und er gerne mit dir zusammen sein möchte, dann überprüfe mal das Gefühl, was in dir entsteht. Setze dem entgegen: Du erfährst, dass es jemand gibt, der dich gar nicht mag und der auch nicht gut von dir redet, der auch ganz klar zu verstehen gibt, er will gar nichts mit dir zu tun haben. Das kann wahrlich vernichtend wirken. Da bist du vielleicht morgens früh aufgestanden, es ging dir gut, aber alleine diese simple Nachricht, die vielleicht eigentlich gar nichts bedeuten muss, kann dir den ganzen Tag versauen. Und vielleicht merkst du schon, worauf das hinausläuft. Es läuft darauf hinaus, dass du sensibel bist, empfindsam bist, dich nach Liebe sehnst und auf der Suche sensibel darauf reagierst, ob man dich mag oder nicht.
Und nun stell dir mal vor, du möchtest unberührbar werden. Und du sagst dir, ja, ich erlaube es den Menschen, dass sie mich belügen, betrügen, bestehlen, mobben, hintergehen. Ich erlaube es ihnen einfach. Bist du denn dann nicht wirklich frei? Bist du dann letztendlich nicht der Gewinner, die Gewinnerin in diesem Spiel? Und so verfolge einmal diese Vorstellung, unberührbar zu werden, sodass alles um dich herum so sein darf, wie es sich gerade zeigt. Aber mit dem Unterschied, es macht nichts mehr mit dir. Auf diese Weise baust du dir auch einen Schutz auf. Denn du kannst in die Welt gehen, du kannst das Radio anmachen, du kannst den Fernseher anmachen, du kannst dir Nachrichten anhören oder anschauen. Wenn das alles einfach sein darf, was du da hörst oder siehst, was du vielleicht auch über dich selber dabei erfährst, wenn du das einfach nur zulassen kannst, dann bist du ein freier Mensch. Und nun lass uns schauen, was macht dein Innenleben, wenn das Außen nichts mehr mit dir machen kann. Und es geht nur noch um dich. Und es geht darum, vielleicht Entscheidungen zu treffen, Vorstellungen zu entwickeln. Wenn es dich nach innen verschlägt, wenn du ganz auf dich selber zurückgeworfen wirst, dann geht die Reise in dir selber weiter. Und vielleicht hast du dann ganz viele Stimmen in dir. Und die eine Stimme sagt, mach das. Die andere Stimme sagt das. Und wieder eine andere Stimme sagt, ach, lass es lieber bleiben, hat ja doch keinen Sinn. Und wie kannst du hier dir selbst gegenüber Unberührbarkeit leben? Und versuche auch hier einmal Folgendes. Erlaube all den Stimmen in dir, lass sie alle reden. Lass sie einfach reden, so als hättest du Kinder um dich herum, die ganze Zeit am Plappern sind. Und du als Elternteil reagierst gar nicht, sondern bleibst unberührt. Das kannst du am besten, wenn du an etwas glaubst. Nämlich, dass das Leben es gut mit dir meint. Dass das Leben nicht gegen dich ist. Und so lasse dich hier mal auf eine vielleicht vollkommen neue Vorstellung ein. Stelle dir einfach mal vor, alles, was sich in dir zeigt, ob das Gefühle sind oder eben diese Stimmen, das darf einfach alles sein. Es sind einfach nur Ausdrucksformen. Aber du gehst gar nicht darauf ein.
Und so werde mal der Beobachter oder der Zuhörer deines Innenlebens. Höre und schaue mit Abstand. Und erhebe dich selbst einmal in so ein hohes Bewusstsein, was über allem drüber steht. Nehmen wir hier das Beispiel der Hollywood-Schaukel. Stelle dir vor, du wärst der Regisseur in Hollywood. Und aus dieser erhöhten Position heraus schaust du allwissend auf die Bühne. Auf all die Schauspieler. Und einer davon bist du selbst. Und jetzt schaust du auf dein Skript und siehst, es ist ja alles schon da. Alles läuft nach Plan. Und alles oder jeder ist Teil des Ganzen. Und spielt hier nur eine Rolle. Und nun beginnst du, dich zu amüsieren und erkennst das große Ganze, das Spiel. Vielleicht nennen wir es einfach das Spiel der Götter. Die nur aus dem einzigen Grund hier sind, um sich zu erleben. Um sich zu erfahren. Und wenn du hier in eine Leichtigkeit findest, nichts mehr für ernst nimmst, sondern mit einem Lächeln auf alles schaust, dann hast du es geschafft. Dann lebst du die Leichtigkeit des Seins. Dann nimmst du dein wahres Bewusstsein wahr. Dann erkennst du, dass du Teil des großen Ganzen bist, Teil dieses Spieles. Und es kostet dich nur noch ein Lächeln. Und wenn du diese Position immer wieder aufsuchst, dich immer wieder in deine geistige Hollywood-Schaukel setzt und eben aus dieser erhöhten Position heraus automatisch dich auch in diesem erhöhten Bewusstsein wahrnimmst, dann kannst du gar nicht anders, als zu einem ganz wichtigen Schluss zu kommen. Dann wirst du mit der Zeit mehr und mehr spüren, dass es überhaupt keinen Sinn macht, irgendwas oder irgendjemand zu bewerten oder zu verurteilen. Bedenke, du bist der Regisseur.
Und da unten, das, was du dir da anschaust, das sind alles nur Rollen. Und versetze dich wirklich einmal in diese Position. Du als Regisseur schaust, dass da unten einfach nur jeder seine Rolle spielt. Was macht es denn dann für einen Sinn, diese Rolle in irgendeiner Weise zu bewerten oder zu verurteilen? Liebe Seele, es macht überhaupt keinen Sinn. Und so lass uns hieraus eine vollkommen neue Lebensphilosophie entwickeln. Ja, nenne es ein neues Glaubenssystem. Ein Glaubenssystem, was über allem drüber schwingt. Was nicht mehr darauf angewiesen ist, wer welche Rolle spielt und ob er sie gut spielt oder schlecht. Es spielt überhaupt keine Rolle. Der Glaube, der sich hier wirklich wie aufdrängen möchte, ist: Woran hältst du denn noch fest? Was glaubst du denn jetzt noch hier erreichen zu müssen? Was glaubst du denn noch verändern zu müssen? Und vielleicht kommst du dann an den Punkt, wo du sagst: Ich muss gar nichts. Ich spiele einfach mit, bewerte nichts, verurteile nichts, sondern mache einfach nur die Erfahrung, die ich mir letztendlich aus meiner eigenen Göttlichkeit heraus ausgesucht habe, gewählt habe. Ja, und das ist mein Seelenplan. Und der ist perfekt. Sage dir immer wieder: Ich habe in meinem höchsten göttlichen Seinszustand diese Rolle hier gewählt. So wie ein Schauspieler, wie eine Schauspielerin eine Rolle wählt. Und es gibt keine Rollen, definitiv keine Rollen mit Fehlern. Und das ist der Witz dabei. Werde dir dessen bewusst, es gibt keine Rollen mit Fehlern. Also kannst du auch gar keine machen. Und so sage dir immer und immer wieder: Ich habe noch nie einen Fehler gemacht. Und ich werde auch keinen machen. Ich kann überhaupt keinen Fehler machen. So habe ich auch noch nie eine falsche Entscheidung getroffen. Ich werde auch keine falschen Entscheidungen treffen. Ich kann überhaupt keine falschen Entscheidungen treffen. Weil alles, wenn man so will, immer richtig und gut ist. Und wenn es keine Fehler gibt, worüber regen wir uns denn dann auf? Wenn es doch nur um Erfahrung geht, um das Erleben hier auf Erden.
Und wie toll wäre es, wenn alle Menschen diesem Weckruf, diesem Erwachen folgen würden, würden in dieses hohe Verständnis, in dieses Bewusstsein für das Leben eintauchen und alle würden an den Punkt kommen, es macht überhaupt keinen Sinn, das hier zu bewerten oder zu verurteilen. Aber was durchaus Sinn macht, ist, es mit allen Emotionen zuzulassen, zu erleben und zu erfahren. Und wenn alle Menschen sich darauf einstellen können, wie schön wäre es denn dann, wenn alle sich gegenseitig dabei helfen würden, die Erfahrungen zu machen, die er sich in seiner eigenen Göttlichkeit gewählt hat. Liebe Seele, und hier tauchen wir ein in das Bewusstsein der Maya. Die Maya-Kultur war so weit entwickelt, dass man den Kindern den Namen gegeben hat, der Aufschluss darüber geben konnte, weswegen dieses Kind, warum diese Seele gekommen ist. Stelle dir das einmal vor. Du hörst den Namen eines Kindes und du weißt unmittelbar und sofort, ah, deswegen ist diese Seele hier. Dann wird diese Seele vielleicht bestimmte Stärken schon leben können. Aber das sind vielleicht auch Schwächen, wo sie noch nicht so stabil ist. Und wenn du nun weißt, dass diese Seele genau hier auf dieser Welt ist, um diese Schwächen zu erfahren und in Stärken zu verwandeln, wäre es denn dann nicht normal und selbstverständlich, dieser Seele zu helfen? Sie darin zu bestärken, an sich zu glauben, anstatt sie niederzumachen? Und so erkenne, was ist denn das eigentliche Problem in dieser Welt? Wenn wir davon ausgehen, dass eine so hohe Kultur wie die Maya das zutiefst verstanden und gelebt hat, dann wäre es zumindest einen Versuch wert, diesem hohen Bewusstsein zu folgen. Und das würde bedeuten, dass die Menschen mit Wertschätzung, in Liebe und Rücksichtnahme, im Verständnis und im Mitgefühl aufeinander zugehen. So als würde man sagen, wie kann ich dir helfen? Was brauchst du für dein Leben? Und nun stell dir vor, das würde jeder machen. Wenn alle Menschen in diesem Bewusstsein aufeinander zugehen würden, dann hätten wir eine andere Welt. Und wenn wir jetzt feststellen, dass wir ja schon aus diesem hohen Schöpferbewusstsein hier in diese Welt kommen und im Grunde genommen ja eigentlich schon das Göttliche sind, dann stellt sich die Frage, müssen wir hier denn überhaupt noch was lernen? Oder
Oder ist es nicht letztendlich einfach nur ein Erinnern? Ein Erinnern daran, wo wir herkommen, wer wir wirklich sind. Und genau das als Kraft zu benutzen, zu erkennen, das ist die verborgene Macht in uns, die es zu entdecken gilt, zu aktivieren gilt, um dann bewusst in der Liebe zu leben. Liebe Seele, lass uns einmal von der Zukunft sprechen. Ja, du wirst sagen, es gibt doch gar keine Zukunft. Da hast du recht. Aber dennoch ist es so, dass wir noch in der linearen Zeit gefangen sind. Und so lass uns darüber sprechen, wo möchten wir denn alle hin? Und wenn unser größter Wunsch, unsere größte Sehnsucht eigentlich die ist, wieder zurückzukehren in die Quelle, in unsere wahre Heimat, dann bedeutet das, dass wir wieder nach Hause kommen. Dann verstehen wir unsere Suche in uns selbst. Und dann nehmen wir uns auch nichts mehr krumm. Denn wir sagen, es waren ja alles nur Versuche. Ich wollte mir selber näher kommen. Ich habe viele, viele Erfahrungen gemacht in diesem Leben. Und wenn ich sie gar nicht bewerte, sondern einfach nur schaue, letztendlich haben sie mich dahin gebracht, wo ich heute stehe, wo ich jetzt bin. Und jetzt stell dir vor, dieser Ausgangspunkt, den du irgendwann mal aus der Quelle heraus verlassen hast, kehrt jetzt in dein Leben zurück, indem du in deiner Vorstellungswelt in deine Hollywood-Schau gesetzt. Und die Hollywood-Schaukel repräsentiert die Quelle. Dann kannst du aus diesem Bewusstsein heraus und aus dieser Liebe auf alles schauen, was in dieser Welt geschieht, ohne dass das Wort Schuld fällt. Ohne dass irgendeine Bewertung auftaucht, dann darf einfach alles so sein. Wie der Regisseur, der auf die Bühne schaut und sich das alles einfach nur anschaut, was dort gespielt wird. Liebe Seele, ist das nicht befreiend? Ist es nicht durch und durch befreiend, zu verstehen und zu erkennen, wir sind einfach nur hier, um miteinander diese Erfahrungen zu machen? Und so
kannst du für dich selbst und für die Welt jetzt etwas Großartiges tun. Du kannst jetzt in diesem Augenblick für dich entscheiden: Ich nehme die Position des Regisseurs, ich nehme die Position in meiner Hollywood-Schaukel ein, ich schaue von oben in meinem göttlichen Bewusstsein auf diese Welt, verstehe das große Ganze, erkenne, dass alles immer so seine Richtigkeit hat. Und auf diese Weise findest du nicht nur deinen Frieden, sondern da zeigt sich noch eine andere Sehnsucht. Denn dann ist es so, dass du das Gefühl hast: Ui, ich möchte noch ganz vielen Menschen helfen. Ich möchte ihnen auch helfen, aus der Illusion ihrer Rollen zu erwachen und zu erkennen, worauf es wirklich ankommt. Und dann wird es dir eine Freude sein, zu dienen. Weil es geht nicht mehr darum, etwas zu erreichen, gewinnen zu wollen, der Stärkere sein zu wollen. Das alles macht überhaupt keinen Sinn mehr. Und dann erkennst du dich selbst in der Einfachheit des Seins. Dann erkennst du dich in deinem höchsten göttlichen Bewusstsein wieder, mit einem Lächeln, und du bringst dieses Lächeln in die Welt. Und so gebe ich dir hier einmal die Möglichkeit: Wie kannst du denn den Menschen jetzt begegnen? Wie kannst du in dieser Welt etwas bewirken? Dann halten wir hier schon mal fest: Es ist deine Ausstrahlung. Wie schaust du auf die Welt? Mit welcher Energie begegnest du anderen Menschen? Ist diese Grundenergie herzlich, liebevoll? Ist sie dienend, heilend? Oder vielleicht noch zerstörerisch? Und hier entscheide dich für die Liebe, entscheide dich damit für dich selbst. Und so kann es wunderschön sein, wenn du beginnst, anderen Menschen einmal ein Kompliment zu machen. Also nicht, dass du anfängst zu lügen, nein, sondern dass du wirklich etwas findest an einem anderen Menschen, was dir gut gefällt, und es ihm sagst. Und dann fühle mal, was das bei diesem Menschen auslöst. Und er dadurch positiv gestimmter ist. Und dann geht er vielleicht weiter in diese Welt, fühlt sich ja schon viel besser und gibt einem anderen Menschen ein Kompliment, weil er merkt, das tut gut. Und er erreicht damit wieder weitere Menschen. So ist es auch wunderbar, wenn man sich gegenseitig immer wieder mal in den Arm nimmt. Gerade Paare oder Familien sollten das zum Alltag machen. Morgens aufzustehen, als allererstes aufeinander zuzugehen und sie herzlich in den Arm zu nehmen. Und dann wirst du spüren, dass alle Missverständnisse und Möglichkeiten,
dass also irgendwo Probleme entstehen könnten, das alles wird eigentlich gleich schon im Keim erstickt. Denn eine Umarmung löst das sofort und unmittelbar auf. Liebe Seele, bist du bereit? Bist du bereit, deinen so wichtigen Teil in diese Welt zu bringen? Dann werde du auch zu einem Maya. Lächel den anderen Menschen an. Frag ihn, was er braucht. Erkenne, wo er steht, womit er vielleicht innerlich kämpft. Hilf ihm dabei. Unterstütze ihn. Bestärke ihn. Und das alles ist ein Glaube. Es ist der Glaube, über den wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn du diesen Glauben in dir zulassen kannst, dass du ein wunderbares, lichtvolles, göttliches, liebendes Wesen bist und dich dafür entscheidest und aus dieser verborgenen Kraft heraus handelst, kannst du heilen. Und du veränderst die Welt. Und so rufe ich dir zu. Nehme deine Position ein. Du wirst gebraucht. Es entsteht eine christlich-joviale Generation, die die Spaltung und das ganze Chaos hinter sich lässt. Und viele werden gebraucht. Und so möchte ich dir noch ein Bild geben, was dir vielleicht helfen kann. Wenn du einmal diesen Körper verlässt und du blickst zurück auf dein Leben, du wirst einen Lebensrückblick sehen. Und in dem Moment, wenn du dich dann aus all den Anhaftungen lösen konntest, wird dir ein Blick gewährt und der ist wahrlich abenteuerlich. Denn du wirst erkennen, dass du ein multidimensionales Wesen bist, was zur gleichen Zeit vollkommen unterschiedliche Erfahrungen durchlebt hat, weil es sich auf unterschiedliche Weise entschieden hat. Und wenn du diesen Blick, wenn du diese Vorstellung zulassen kannst, dann wird dir spätestens jetzt bewusst, dass du dich entscheiden kannst, wie du willst. Deine Seele macht alle Erfahrungen gleichzeitig. Und das kann dich beruhigen. Denn dann vergeht die Angst, eine falsche Entscheidung treffen zu können. Du kannst keine falsche Entscheidung treffen.
Der einzige Unterschied, der sich hier zeigt, ist, welche Entscheidung, welchen Weg nimmst du bewusst wahr? Und stelle dir vor, es gibt viele Wege nebeneinander. Und die laufen alle parallel ab. Sie sind dir aber nicht bewusst. Du erlebst nur einen Weg bewusst. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass deine Seele gleichzeitig alle Erfahrungen macht. Und mögen meine Worte dir hier helfen, in eine viel größere Gelassenheit zu finden und mit dem Herzen den Weg zu wählen, den du auch bewusst erleben möchtest. Du entscheidest mit dem Herzen, welchen dieser vielen Wege, die deine Seele sowieso macht, du jetzt hier bewusst erlebst. Liebe Seele, hat dir der Beitrag gefallen? Konnte er dich bereichern, dir helfen, dein Leben leichter zu nehmen? So würden wir uns sehr freuen, wenn du uns unterstützen könntest. Mit einem Euro, mit einem symbolischen Euro, kannst du einen wertvollen Beitrag leisten für alle weiteren Filme, die wir nur machen wollen. Und wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und ein Like hinterlässt, weil das hilft und das bringt die Energie ins Feld. Wir verlinken dir unten in der Beschreibung, wie du deinen Euro symbolisch spenden kannst. Ganz herzlichen Dank. Du bist wichtig für uns.